für Homburgs Co-Trainer Sven Sögler mal wieder ein Familienduell mit Bruder Marcel. Der spielt mittlerweile für den Aufsteiger Villingen, war zuvor auch schon mit Stuttgart und Freiberg Gegner von Svens FCH, wartet aber noch auf seinen ersten Treffer. Das sollte heute auch erstmal so bleiben. Die Gastgeber klar besser von Beginn an. 18. Minute Homburg über die linke Seite. Steinhardt bedient Suljic, 1:0. Keine Chance für Villingens Schlussmann Hoscha. Der Bosnier Suljic völlig blank, köpft das Ding wuchtig unter die Latte. Sein erstes Saisontor, sowas wie ein Brustlöser für ihn und den FCH. Nur 5 Minuten später. Was links klappt, muss doch auch rechts klappen. Mendler auf Hummel, der mit viel Platz im Zentrum und dem Blick für Patrick Weihrauch. Wieder hoher Ball und wieder drin. 2:0. Mendler am zweiten Pfosten, 23. Minute. Der Routinier leitet den Angriff erst selbst ein, macht dann die Meter und trifft den Volley mit seinem starken Linken. Aber mal sowas von satt. Das 2:0, absolut verdient, vielleicht sogar zu wenig, weil Hummel kurz vor der Pause noch diesen 100%er liegen lässt. Nach dem Seitenwechsel spielt aber weiter nur der FC Homburg. 58. Minute, Michael Heilig, der ist hauptberuflich Innenverteidiger, aber wenn er so viel Platz hat, kann er auch mal zaubern. Feiner Chipball auf Hummel, 3:0. Diesmal lässt er nichts anbrennen. David Hummel sorgt eine halbe Stunde vor dem Ende für die Vorentscheidung, weil vom Aufsteiger aus Villingen an diesem Nachmittag einfach zu wenig kommt. Homburg dagegen unaufgeregt und endlich mal effizient. Keine 10 Minuten später, Flanke, Weihrauch, Wolle Mendler, 4:0. Quasi die Kopie seines ersten Treffers, 65. Minute. Und es ist noch immer nicht Schluss. 5 Minuten später, Villingen mittlerweile in Unterzahl. Freistoß Weihrauch, Kopfball Kirchhoff, 5:0. Weihrauchs dritter Assist an diesem Samstagnachmittag. Der Aufsteiger kommt nach Gelb-Rot voll unter die Räder. Den 6:0 Endstand besorgt dann der eingewechselte Jakob Kollmann in Thomas Müller Manier und feiert sein erstes Profitor. Rundum, sage ich, ist uns jetzt alle ein bisschen den Stein vom Herzen gefallen. Jetzt ist dieser erste Heimsieg da, war ein ordentlicher bis richtig guter Auftritt. Das wünscht man sich jede Woche. Manchmal funktioniert es, manchmal hat man so Tage wie heute, wo alles klappt. Und darauf können wir auf jeden Fall aufbauen. Sven Sögler freut sich über den ersten Heimsieg der Saison. Bruder Marcel und sein FC Villingen rutschen dagegen ab. Aber bei solchen Bildern wird Fußball irgendwie auch schnell zur Nebensache.